Hallo. Unser heutiges Thema, Thema Nummer 7, ist das letzte Thema der Phonologie. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einer anderen phonologischen Einheit, mit der Silbe. Also es gibt in der Phonologie auch etwas anderes als Phoneme. Und das ist die Einheit, mit der wir uns heute beschäftigen. Wie immer stelle ich Ihnen zuerst die Struktur meiner Lektion vor. Ich werde ein Silbenmodell vorstellen, das in der Phonologie oder der Phonotaktik existiert, und dann die sogenannte Sonoritätsskala besprechen, auf der eigentlich das Silbenmodell, das traditionelle, heutige Silbenmodell aufbaut. Und dann werde ich Ihnen einige praktische Tipps zu der Silbifizierung, also wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir Wörter in Silben aufteilen, und ich werde Ihnen einige praktische Tipps dazu vorstellen. Was ist eine Silbe? Silbe ist eine Einheit, bei der es eigentlich gar nicht so einfach ist, eine eindeutige Definition zu geben, und Sie werden es immer wieder in diesem Kurs hören, dass es keine einzige Definition für einen bestimmten Begriff gibt oder dass es keine Definition gibt, über die sich alle Linguisten, alle Sprachwissenschaftler einig wären. Und Silbe ist eine dieser Einheiten, die irgendwie alltäglich und intuitiv ganz klar ist und alle von uns wissen, was eigentlich eine Silbe ist, aber die viel, viel schwieriger zu definieren ist. Und es gibt grundsätzlich zwei Sichten auf die Silbe, die ich Ihnen jetzt in einer sehr alltäglichen Weise ja auch vorstellen möchte. Einerseits kennen wir die Silbe und sie vielleicht auch aus den früheren Büchern, aus den Büchern, mit denen wir angefangen haben zu lesen. Denn viele Leseprozesse bauen darauf auf, dass Kinder schon sehr, sehr früh die Silbenstruktur der Wörter erkennen können. So sehen Sie hier ein Buch, das auf dieser Silbenmethode basiert, die schönsten Silbengeschichten für Mädchen zum Leselernen. Und es gibt auch sicherlich ja auch Silbengeschichten für Jungs oder für Jungen. Ich habe hier einen beispielhaften Buchcover mitgebracht. Ja, also man kann Wörter sehr einfach in Silben teilen, und Silben helfen uns ja auch dafür, Wörter zu lesen. Auf der anderen Seite ist diese rhythmische, das kennen Sie wahrscheinlich ja auch aus dem Liedersingen oder aus dem Kindergarten, wo Kinder auch sehr, sehr früh lernen zu klatschen zu den Silben und dass sie intuitiv schon sehr, sehr früh die Silbenstruktur der Wörter erkennen. Hier haben wir drei Schritte des Wortes Tomate. Ja, und wenn ich Sie jetzt darum bitten würde, bei irgendeinem Wort mitzuklatschen, dann werden Sie mit Sicherheit ganz intuitiv die richtige Anzahl der Silben mitklatschen. Das bedeutet, Silbe ist irgendetwas Reales, und das sehen wir zum Beispiel daran, dass die Kinder ganz früh schon mitklatschen und dass die Kinder ganz früh auch diese Struktur irgendwie intuitiv erkennen und benutzen können, um zum Beispiel lesen zu lernen. Wie ich gesagt habe, es gibt zwei Ansichten, was eine Silbe eigentlich ist und wie man eine Silbe definieren kann. Auf der einen Seite kann man sagen, dass die Silbe eine Gruppe von Lauten oder eine Gruppe von Segmenten ist. Und diese Segmente, diese Laute lassen sich in einem Zug aussprechen. Und das ist die Sicht, die so ein bisschen diesem Lesen nach Silben entspricht. Ja? Ich kann innerhalb eines Wortes irgendwo Pausen machen. Und wenn ich Pausen mache in einem Wort, dann mache ich sie an bestimmten Orten und nicht irgendwo. Die andere Sicht auf die Silbe ist eher die rhythmische, die musikalische, diese Klatschsicht. Also eine Silbe ist eine rhythmische Grundeinheit der Sprache. Und das entspricht eher meinem zweiten Bild, das ich Ihnen schon gezeigt habe. Das entspricht eher diesem Klatschen oder diesem Laufen oder diesem Einschritt, Zweischritt, Dreischritt der Wörter. Das heißt, auf der einen Seite wissen wir, dass wir Wörter in Silben aufteilen können,
weil die Silben sich entweder in einem Zug aussprechen lassen oder eben rhythmisch im Wort erkennen lassen. Und jetzt kommen wir zu einem ein bisschen wissenschaftlicheren Bild der Silbe. Wobei das hier natürlich ja auch eine sehr, sehr basale, eine sehr vereinfachte Darstellung einer Silbe ist. Eine Silbe kann man sich ja auch vorstellen als eine Abfolge von einer Schließung, einer Öffnung und wieder einer Schließung. Und zwar kann damit natürlich gemeint werden, die Öffnung und Schließung des Mundes, während wir sprechen, dass wir am Anfang der Silbe den Mund am geschlossensten halten, in der Mitte der Silbe den Mund aufmachen und zum Ende der Silbe wieder den Mund zumachen. Und wahrscheinlich ist es genau das, was den beiden Modellen der Silbe ja zugrunde liegt, entweder etwas, was sich in einem Zug aussprechen lässt, aber auch genau das, was sich innerhalb eines Wortes auch zählen lässt. Wie oft machen wir eigentlich den Mund auf, während wir ein Wort aussprechen? Das Gebiet, das wissenschaftliche Gebiet oder das Gebiet der Phonologie, das sich mit der Silbe beschäftigt und die Regularitäten der Silbenstruktur einer Sprache beschreibt, heißt Phonotaktik. Ja, wir sehen, Takt ist da drin, also es ist eine rhythmische Einheit, die jetzt die wir als Silbe bezeichnen. Und das gibt ja auch den Namen dem Teilgebiet der Phonologie, das sich mit der Silbe beschäftigt. Ich komme wieder zurück auf das Thema aus der letzten Sitzung, zwar auf den phonologischen Prozess der Auslautverhärtung im Deutschen, der Neutralisierung oder der Auslautverhärtung, den wir so beschrieben haben, dass die stimmhaften Konsonanten, wenn sie am Ende des Wortes auftreten, in diesem Kontext, in diesem Fall stimmlos realisiert werden. Und dazu haben wir formuliert die entsprechende phonologische Regel, die besagte, die stimmhaften Konsonanten werden stimmlos, wenn sie am Ende des Wortes auftreten. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch. So, und das funktioniert natürlich alles sehr gut, wenn wir sagen, okay, im Wort Lob wird b als p ausgesprochen. Dagegen, wenn dieses b nicht am Ende des Wortes ist, wie zum Beispiel in Lobe, das als b ausgesprochen wird. Das Gleiche gilt für Rad und Rades und für Tag und Tage. Und Sie haben gesehen, ich habe in diesen Wörtern ja auch so ein Pünktchen in der Mitte. Und das Pünktchen markiert eigentlich eine Silbengrenze in der Schreibung, wenn wir ein Wort aufschreiben und unbedingt markieren wollen, wo eigentlich unsere Silbengrenze ist. Und solche Signale, wie zum Beispiel Silbengrenze, sind für die Formulierung der phonologischen Regeln natürlich auch relevant. Und damit liefere ich Ihnen gleich einen Hinweis für eine Denkpause, die Sie gleich einlegen, nachdem ich Ihnen die nächsten Wörter zeige und die Frage stelle. Schauen Sie sich diese Wörter an. Lesbar und lesen, biegsam und biegen. Und ich habe sie für Sie auch in die relevanten Laute transkribiert. Also S in lesbar wird wie S, wie S realisiert, dagegen in lesen S. Und hier wird G als K realisiert in biegsam und als G in wiegen. Und wie Sie merken, handelt es sich in keinem Fall um das Ende des Wortes. Ich möchte, dass Sie an dieser Stelle das Video pausieren und sich überlegen, vor allem in Bezug auf diese Pünktchen, die ich ja schon gesetzt habe, was an der Formulierung der Auslautverhärtung als einen phonologischen Prozesses, als im Sinne einer phonologischen Regel nicht funktioniert. Wir haben doch gesagt, am Ende des Wortes. So, ich hoffe, Sie haben das Video pausiert und Sie haben es jetzt überlegt und die Antwort liegt nahe. Es handelt sich wohl nicht um das Ende des Wortes. Es handelt sich zwar immer noch um das Ende, aber es handelt sich vor allem um das Ende der Silbe.
Und wenn wir jetzt die Auslautverhärten noch präziser, noch besser formulieren wollen, dann sollten wir eigentlich, um die beiden Fälle, die in Lob und Lobe und lesbar und lesen, zu erfassen, sollten wir unsere Regel verändern. Wie verändern wir sie? Wir schreiben anstatt Ende des Wortes Ende der Silbe. Das ist ein Zeichen für eine Silbengrenze. Und diese Regel würde sowohl den ersten Fall, wo der betroffene Konsonant am Ende des Wortes ist und damit automatisch am Ende der Silbe steht, erfassen, als auch die Fälle, wo ein Konsonant einfach am Ende der Silbe steht, aber eben nicht am Ende des Wortes. Wozu habe ich es Ihnen gezeigt? Ich habe es Ihnen gezeigt, um zu demonstrieren, dass phonotaktische Prozesse oder die Silbe eine tatsächlich relevante Größe ist für sprachwissenschaftliche Beschreibungen. Es ist nicht nur einfach so, dass wir intuitiv nach Silben besser lesen lernen können oder intuitiv die Silben mitklatschen als rhythmische Einheiten, sondern es erweist sich auch wissenschaftlich als eine Domäne, die relevant ist für zum Beispiel phonologische Prozesse. Das bedeutet, dass das wirklich eine reale wissenschaftliche, linguistische Größe ist, die Silbe, und nicht einfach ein intuitives Konzept von irgendetwas, was wir im Kopf haben. So, nun zurück zu unserem Darstellungsmodell der Silbe als eine Abfolge von Schließung, Öffnung und Wiederschließung. Und wahrscheinlich haben Sie gemerkt, dass an dieser Stelle das Wort Sonorität oder Englisch Sonority auftritt. Was heißt denn Sonorität? Und warum ist es relevant für die Beschreibung der Silbe? Wenn Sie den Mund aufmachen, können Sie Laute produzieren, die auch eine bestimmte, sagt man, Schallfülle aufweisen. Sie sind lauter, sie sind sonorer. Alle können sie besser wahrnehmen. Wenn Sie dagegen mit dem geschlossenen Mund sprechen, sind sie schlechter zu hören. Das heißt, es ist nicht nur die Schließung, Öffnung, Schließung, es ist aber auch die Lautstärke, die damit verbunden ist, so dass die Lautstärke der Silbe oder die Schallfülle, die Schallwellen am intensivsten in der Mitte der Silbe sind. Übertragen auf die Eigenschaften, auf die einzelnen phonetischen Eigenschaften, akustischen Eigenschaften der einzelnen Phoneme des Deutschen, kann man eine Sonoritätsskala postulieren. In der Tat gibt es viele verschiedene Varianten dieser Sonoritätsskala, einige von denen extra für das Deutsche gemacht, einige von denen universell gemacht für alle Sprachen der Welt. Es gibt verschiedene Varianten dieser Sonoritätsskala, die sich schwach voneinander, leicht voneinander unterscheiden. Im Grunde aber sind diese Skalen alle gleich, denn sie führen von den Lauten, die am leisesten oder am wenigsten sonor sind, hin zu den Lauten, die am sonorsten oder am lautesten sind. Und Sie haben sicherlich schon erraten, am lautesten oder am sonorsten sind die Vokale. Und innerhalb der Vokale kann man ja auch noch nach dem Öffnungsgrad des Mundes, der ja mit der Zungenhöhe korreliert, wie wir wissen, die tiefen Vokale, bei den tiefen Vokalen wie A ist der Mund am geöffnetesten und bei den hohen Vokalen wie I oder U ist der Mund am geschlossensten. Über die sogenannten Halbvokale, Nasale, die wir ja immer hören können, über die Frikative zu den Plosiven, die am wenigsten sonor sind. In der Skala, die ich Ihnen vorstelle, gibt es 7 Stufen zwischen 1 und 7. Es gibt andere Skalen, die 13 und 14 annehmen, also präziser vorgehen, oder es gibt auch Skalen, die nur 4 oder 3 Stufen der Sonorität haben. Wir werden für unsere Analysen jetzt eine Skala mit 7 Stufen verwenden. Wie funktioniert das? Nehmen wir zum Beispiel das einfache Wort Pracht. Ich zeige Ihnen jetzt Wörter, die aus einer Silbe bestehen.
Pracht ist eine Silbe, ein Vokal entspricht in der Regel einer Silbe. Das ist das, was ich in gleich in einigen Minuten noch erzählen werde. Und wir sehen, das ist eine schöne oder eine wohlgeformte Silbe, wenn wir die Sonoritätsskala mit P, R, A, H und T abbilden würden. Sie sehen, ich gehe zuerst nach links und dann wieder nach rechts. Was dem entspricht, dass ich zuerst nach oben und dann wieder runter gehe. Das ist eine schöne Silbe, wohlgeformte Silbe, in dem Sinne, dass tatsächlich eine Vorabfolge von Schließung, Öffnung und wieder Schließung abgebildet wird in Bezug auf die Sonorität der einzelnen Laute. Und die meisten Silben, universell in jeder Sprache der Welt, sind so aufgebaut. Das ist ein Universalprinzip. Diese Sonoritätsskala. Natürlich gibt es ja auch noch einzelsprachliche Regularitäten, wie zum Beispiel Spezialitäten des Deutschen oder Charakteristiken des Französischen. Dazu komme ich ja auch an einigen Stellen in dieser Lektion noch. Aber die Sonoritätsskala ist eine universelle Skala, die für alle Sprachen der Welt gilt. Ein anderes Wort auch nochmal zum Illustrieren, wie eine Silbe als eine Abfolge von mehr und weniger sonoren Lauten abgebildet werden kann, ist das Wort kalt, wo wir auch einen Konsonanten am Anfang haben, dann wieder in A das sonorste Element haben und dann fällt die Sonorität wieder ab. Funktioniert aber auch bei den Wörtern, die aus mehreren Silben bestehen. Ja. Und deswegen können wir ja diese Peaks oder diese Bergengipfel ja auch klatschen bei Falten. Zu der Silbifizierung von Falten sage ich am Ende noch ein Wort dazu, wie wir dazu gekommen sind, dass es zwei Silben sind und dass die Grenze der Silben zwischen den Silben ausgerechnet an der Stelle liegt. Im Moment ist es wichtig, dass Sie tatsächlich sehen, ja, die Sonorität steigt, fällt ab, die Sonorität steigt, fällt ab und genau das ist das Silbenmodell, das auf der Sonorität der einzelnen Laute aufbaut und die Silbe modelliert. Bis jetzt waren wir eigentlich bei der Sonoritätsskala und haben die Silbe als eine Abfolge von Schließung, Öffnung und Schließung dargelegt oder als eine Abfolge von Sonoritätssteigerung und Sonoritätsabfall. Es gibt natürlich aber auch andere Modelle der Silben, der Silbe. Und ich werde Ihnen ein Modell vorstellen, das wir auch für die Analyse der Silben in dieser Einführung verwendet werden. Und dieses Modell heißt das sogenannte Konstituentenmodell, weil es annimmt, dass die Silbe aus mehreren Konstituenten oder Bestandteilen besteht. Ja? Die Silbe, das ist Sigma, ist das Zeichen für Silbe. Und es wird in diesem Modell angenommen, dass die Silbe grundsätzlich aus zwei Teilen besteht, Onset oder Silbenanlaut und Reim wiederum aus Nukleus und Coda besteht. Also wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Bestandteile oder 4 Konstituenten in der Silbe, wobei die zwei Konstituenten Nukleus und Coda sich zu einem anderen Element der Silbe zusammenfassen lassen, zum Reim. Ja, und ich habe hier das Wort komm, so dass jedem der Laute eine Einheit der Silbe entspricht. Also k ist im Onset, o der kurze Vokal o ist im Nukleus, im Kern der Silbe und m ist in der Coda. Und wie Sie sich vielleicht ja auch schon gedacht haben, ist Onset da, wo die Sonorität ansteigt, Nukleus oder Kern der Silbe ist unser Peak oder unser Gipfel, wo die Sonorität am stärksten ist und in der Coda fällt die Sonorität wieder ab. Das heißt, es ist einfach ein Dreiermodell, wir sagen aus drei Grundelementen, Grundkonstituenten, das nichts anderes ist als eine Abbildung des Sonoritätsmodells der Silbe. Onset oder Silbenanlaut, wir gucken uns jetzt die einzelnen Elemente oder die einzelnen Konstituenten der Silbe an. Und zwar der deutschen Silbe.
Was passiert oder was kann stehen in Silbenanlaut einer normalen deutschen Silbe? Man sagt, dass in einem Onset der deutschen Silbe 0 bis 3 Konsonanten stehen können. Also eine Silbe kann tatsächlich wie die zweite Silbe im Wort Chaos mit einem Vokal anfangen und dann ist der Silbenanlaut leer. Wie Sie wahrscheinlich sich schon gedacht haben, funktioniert es nur, wenn das eine Silbe nicht am Anfang des Wortes ist. Und warum ist es so? Sie können an dieser Stelle pausieren und sich überlegen, warum es keine Silben am Anfang des Wortes gibt im Deutschen, die einen leeren Onset aufweisen. Haben Sie die Antwort? Die Antwort ist einfach. Die Antwort ist so, dass wir im Deutschen am Anfang des Wortes, wenn das Wort mit einem Vokal anfangen soll, einen Glottisverschluss einschieben und ein Glottisverschluss ist ein Konsonant. Damit ist es im Deutschen ausgeschlossen, dass ein Wort mit einem Vokal überhaupt anlauten kann, anfangen kann. Ja? In diesem Fall ist in unserem Onset immer ein Konsonant und zwar der Glottisverschluss. Gut. Normalerweise aber, oder die normalen Silben, die mit einem Konsonanten anfangen, haben einen richtigen und nicht einen Glottisverschlusskonsonanten am Anfang, wie zum Beispiel in komm, zwei Konsonanten, wie zum Beispiel in krank, aber auch drei Konsonanten, die für das Deutsche typisch sind. Nicht alle Sprachen der Welt haben drei Konsonanten als einen normalen Silbenanfang. Und das sind ganz typische Kombinationen, wie zum Beispiel Sprache, Straße und Splitter. Wichtig ist, ich habe ja gesagt, dass wir sozusagen mit unserem Silbenmodell, Konstituentenmodell, die Silbe in drei Teile teilen. Hier ist der Onset, hier ist der Kern oder Nukleus und da kommen die Coda. Wichtig ist, dass die Sonorität im Silbenanlaut ansteigt. Und das ist eine universelle Tendenz. So sollten eigentlich alle Silben der Welt aufgebaut sein. Aber ich habe auch darüber gesprochen, dass einige Sprachen ihre eigenen Ausnahmen, ihre eigenen Spezialitäten haben. Und die Spezialität des Deutschen ist, dass es Ausnahmen gibt in Bezug auf die Sonoritätssteigung am Anfang der Silbe. Denn so etwas wie sp oder st, was sehr typisch ist für die Anfänge der deutschen Wörter oder der deutschen Silben, weisen eigentlich eine umgekehrte Sonorität. Hier ist ein Frikativ gefolgt von einem Plosiv und das zeigt normalerweise einen Sonoritätsabfall, wenn Sie sich die Sonoritätsskala nochmal anschauen. Das heißt, das ist die phonotaktische Regelmäßigkeit des Deutschen, dass es solche Ausnahmen gibt. Und diese Ausnahmen laufen gegen die universelle Tendenz der Sonoritätsaufbau, der Sonoritätssteigerung am Anfang der Silbe. Silbenauslaut, also das Ende der Silbe. Im Deutschen können dann 0 bis 4 Konsonanten stehen. Hier handelt es sich um den ersten Teil, um die erste Silbe im Wort Chaos. Silben ohne Coda sind offene Silben. Sie sind nicht geschlossen. Ja? Man öffnet den Mund und der Mund bleibt offen. Also wir sind auf dem Peak, auf dem Gipfel der Sonorität. Die Silbe bleibt offen. Geschlossene Silben haben einen Konsonanten am Ende oder zwei Konsonanten, drei Konsonanten, vier Konsonanten in einigen Büchern steht. Das ist bis zu 5 Konsonanten eigentlich in der Coda der deutschen Silbe stehen können. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel für 5 gefunden, deswegen bleibe ich auf der sicheren Seite sozusagen und sage ich Ihnen, dass bis zu 4 Konsonanten im Auslaut der deutschen Silbe vorkommen können. Ja, das heißt, wir haben eine Häufung bis zu 3 am Anfang, bis zu 4 am Ende. Also die Silben können schon sehr gewichtig werden. Wichtig ist, dass sie in der Mitte einen Kern oder einen Nukleus haben. Wir sind hier am Ende der Silbe. Wichtig ist, universell. Tendenz, die universelle Tendenz ist, dass im Silbenauslaut die Sonorität absteigt. Dagegen gibt es im Deutschen ja auch einige Ausnahmen, im Wort Herbst zum Beispiel oder im Wort Lachs,
wo wiederum ein Plosiv von einem Frikativ gefolgt wird, was eigentlich einen Anstieg an Sonorität bedeutet, ist aber für Deutschsprecher offensichtlich kein Problem, die Silben so zu schließen. Besonderheit des Deutschen. Silbengipfel oder Nukleus. Im Nukleus stehen normalerweise Vokale und Diphthonge. Ich sage normalerweise. Näheres dazu erfahren wir später. Jetzt reicht es einfach, sich zu merken, dass tatsächlich Vokale und Diphthonge im Deutschen eine Silbe konstituieren als die definierenden Elemente einer Silbe. Jetzt kommen wir zum Reim. Warum fasst man eigentlich noch den Nukleus und die Coda zusammen zu einem Reim? Und hier kommen wiederum Argumente aus dem Alltagsleben, intuitive Argumente, rhythmische Argumente ins Spiel. Und ich habe Ihnen dafür ja auch einen Reim, einen Kinderreim mitgebracht. Vielleicht ist es einigen von Ihnen auch bekannt. Bienchen, Bienchen, summ, 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 um die Blumen summ herum. Tau hinein, dein Köpfchen, hol die Nektartröpfchen, flieg zurück zum Bienenhaus, macht uns süßen Honig draus. Also Sie wissen oder haben vielleicht schon in der Einführung in die Literaturwissenschaft gehört, wie die Reime aufgebaut werden. Und es handelt sich um das Ende des Reims. Und wenn Sie sehen, was reimt sich aufeinander, ist tatsächlich der Vokal, der letzte Konsonant oder das, was in der Coda einer Silbe steht. Hier ist es summ und rum und was wirklich relevant ist, ist Nukleus plus Coda einer Silbe. Noch ein Beispiel aus dem gleichen Reim. Wir haben ein Bienenhaus und den Honig draus. Und wir sehen, hier ist ein Haus und hier ist es ein draus. Und was relevant ist dafür, dass die beiden Wörter sich reimen, ist tatsächlich das komplexe Element der Silbe, das besteht aus dem Nukleus und der Coda. Und aus diesen Gründen, eben aus diesen rhythmischen Reimgründen, hat man Nukleus und Coda nochmal zusammengefasst und hat mit dem naheliegenden Wort Reim bezeichnet. So, wie gehen wir nun vor, wenn wir ein Wort vor uns haben und die Aufgabe haben, es in Silben zu zerteilen? Natürlich können wir klatschen, natürlich können wir intuitiv irgendetwas überlegen, aber wenn wir ein bisschen präziser vorgehen wollen, sollten wir eigentlich die folgenden drei Schritte befolgen. Erstens, assoziiere den Silbengipfel und den Nukleus mit einem Vokal oder einem Diphthong, gemäß der Regularität, dass im Silbengipfel einer Silbe ein Vokal oder ein Diphthong steht. Das sonorste Element, wo der Mund am geöffnetsten ist. Zweitens, assoziiere möglichst viele Konsonanten links davon mit dem Silbenanlaut oder mit dem Onset, mit dem Anfang der Silbe, da wo die Sonorität ansteigt. Und drittens, assoziiere die restlichen Konsonanten mit dem Silbenauslaut oder Coda. Alles, was nach dem Gipfel folgt und wo die Sonorität wieder abfällt. Und ich möchte zu Punkt 2 noch etwas sagen, was ja auch ein universelles Prinzip ist und man nennt es Maximum Onset Principle, maximale Onset. Es besagt, bilde den größtmöglichen Onset, ohne dabei phonotaktische Beschränkungen zu verletzen. Phonotaktische Beschränkungen sind zum Beispiel solche universellen Tendenzen wie die Sonorität soll ansteigen im Onset oder die Sonorität muss absteigen im Silbenauslaut. Plus die einzelnen Spezialitäten einer Einzelsprache wie zum Beispiel das Deutsche. Und jetzt eine praktische Demonstration. Wie kommen wir also dazu, dass das Wort Falten im Deutschen in zwei Silben getrennt wird? So, dass die Grenze zwischen den beiden Silben, zwischen dem L und dem T liegt. Wir haben hier Falten, F ist im Onset, im Nukleus ist natürlich der Vokal. Der zweite Vokal, der im Wort vorhanden ist, ist unser Schwa-Laut. Deswegen
bilden sie schon mal zwei Kernelemente der Silben. Die sind klar. Es ist aber ziemlich klar, auch ziemlich klar, dass im Anlaut der ersten Silbe ein F ist und in der Coda der letzten Silbe ein N ist. Dadurch, dass wir aber hier zwei konsonantische Laute aufeinander folgend haben, stellt sich die Frage, gehört der eine Laut zu der ersten Silbe und der zweite Laut zu der zweiten Silbe, und das ist ja keine triviale Frage, oder gehören beide Laute in die Coda der ersten Silbe, sodass die zweite Silbe eine Silbe ohne Anlaut ist, oder gehören diese beiden Laute vielleicht zu dem Anlaut der zweiten Silbe, sodass die erste Silbe eine offene Silbe ohne eine Coda ist. Was machen wir? Wir versuchen dieses Maximum Onset Principle für beide Silben jetzt anzuwenden. Wie gesagt, bilde den größtmöglichen Onset, ohne dabei phonotaktische Beschränkungen zu verletzen. Und um einen Onset zu bilden, fangen wir natürlich in der zweiten Silbe an. Wir können versuchen, also den größtmöglichen zu bilden, indem wir L und T zusammennehmen und sie zu der zweiten Silbe hinzuziehen und sagen, wir versuchen mal so zu teilen, dass wir Falten machen. Das wird nicht funktionieren, und zwar aus den phonotaktischen universellen Tendenzen. Ein L hat eine größere Sonorität, eine stärkere Sonorität als ein T. L hat 4 auf der Sonoritätsskala und T hat 1 auf der Sonoritätsskala. Und Sie erinnern sich an dieses Wort, das ich Ihnen schon gezeigt habe, als wir uns die Sonoritätsskala angeschaut haben. Es bedeutet, ich hätte zwar einen größtmöglichen Anlaut, im Silbenanlaut. Dieser Anlaut würde aber den universellen Sonoritätstendenzen widersprechen, in dem Sinne, dass die Sonorität nicht steigt, sondern abfällt. Hinzu kommt, dass LT kein typischer Anfang einer Silbe des Deutschen ist. Ja? Das heißt, die einzige mögliche Lösung, die nach der Sonoritätsskala vorgehen würde und auch keine Beschränkungen verletzen würde, ist tatsächlich die Möglichkeit, Falten so zu teilen, dass wir L in der Coda haben und T im Onset oder im Silbenanlaut der nächsten Silbe. Und genau an dieser Stelle bin ich am Ende meiner Lektion zur Silbenphonologie oder zur Phonotaktik angekommen und möchte Sie wie immer daran erinnern, dass Sie einige Fragen zu beantworten haben und einen kleinen Ausblick auf das nächste Mal geben, wo wir in das nächste Gebiet der Sprachwissenschaft voranschreiten. Wir werden uns mit der Morphologie beschäftigen. Also machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.